So, jetzt stelle ich mich langsam die Frage. Ja, jetzt kommt ja nicht mehr viel. Bist du dann vielleicht schon, sogar schon der letzte Gegner? Wenn du überhaupt noch ein Gegner bist. Nein, bist du nicht. Es sei denn, ich möchte gegen meine Unterhosen antreten. Aber das Spiel sagt, nee, mach das mal nicht. Ich kann nicht drauf zielen. So, aber ich möchte jetzt hier auch nicht darauf reinfallen, was mir in Nutlas Mines passiert ist. Von wegen, dass es hier überall solche Lavabecken gibt und dann. Und dann am Ende sind da teilweise ist da dann Wasser drin in einem Becken und dann ist da noch eine Kammer mit Bonusgegenständen. Nicht, dass ich die jetzt noch brauchen würde. Okay, dann widmen wir uns jetzt hier mal dem Zeitspiel, würde ich sagen. Wir müssen in diese Tür kommen bei Zeiten und das schaffen wir wirklich am besten. Also ich kann es versuchen mit dran vorbeilaufen, aber ich glaube, es geht wirklich schneller, wenn man springt. Wie auch immer man es machen soll aus dieser Position hier. Ja, so funktioniert es jedenfalls nicht. Okay, gucken wir mal, wie viel Zeit wir haben. Oh. Ja, es hat fast gereicht. Nee, habt ihr es gesehen? Es war natürlich noch nicht der letzte Gegner. Selbst das schaffe ich noch nicht mal. Ja, so muss es nämlich gehen. Komme ich von hier mit einem Seitwärtssprung auf den Block drauf? Cool. Versuchen wir das doch mal. Aber da muss ich auch hier ein bisschen so, muss ich mich so rum hinstellen. Machen wir das mal von hier aus. Falls es funktioniert. Oh, fuck. Wow. Aber das Große ist aufgesprungen und da kam nichts weiter raus, oder? Ich frage mich gerade, ob es hier noch irgendwas gegeben hätte. Wir speichern einfach mal unter einem anderen Punkt. Ich probiere das jetzt noch mal kurz nochmal und ich weiß nicht mehr gut, aber was soll ich anderes machen? Ich kann mich höchstens versuchen, rückwärts runterrutschen zu lassen und dann müsste ich mich umdrehen kurz vor der Tür. Das war's natürlich wieder. Nein. Okay. Und wieder nichts. Okay, dann laden wir noch mal neu. Vielleicht ist es auch nur so ein. Oh, jetzt bloß raus hier. Ja, ach, verdammt. So wird es doch nichts. Ja, okay, nee, lassen wir. Dann, falls auch immer da noch was ist, ich kann mir auch jetzt nicht erklären, wie man da noch rankommen soll. Großartig. Tja, Lara, du hast deinen Job noch nicht, eigentlich noch nicht vollständig gemacht. Aber vielleicht wird es jetzt ja auch langsam einfach viel. Vielleicht ist das der Ausgang zurück ins Mittelmeer. Ja, da stürzte das Spiel direkt vor der Endstatistik ab. Ich hoffe, dass ich die Endstatistik noch bekomme, liebes Spiel.
Ah, Lara schwimmt ganz allein in der Strömung davon. Doch, bekomme ich. Sehr schön. 41 Kills. Es erscheint mir nicht, als hätten wir alle mitgenommen. Pickups 59, Secrets 1 von 1, 2 Stunden und 3 gebraucht. Ich habe befürchtet, dass es länger dauert. Nun gut. Ja, meine Abschlussworte erstmal zu diesem Level. Oder überhaupt zu den beiden Level. Die haben mir persönlich sehr gut gefallen, fand ich sehr gut designt. Waren wunderbar creepy und also durch diese ganzen verschiedenen Strukturen und jetzt halt auch durch diese nestartigen Strukturen, durch diese vielen, ja, durch die unglaublich vielen Eier und Viecher, die da rumstanden in diesem viereckigen Raum und auch durch diese Kugeln und so, das ist schon, ja, ich habe immer, nachdem ich das Let's Play dazu gesehen habe, habe ich immer gedacht, das ist ja der feuchte Traum eines sadistischen Spieleentwicklers. Na toll, jetzt gibt es hier draußen Blaulicht. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Muss ich sagen, kam mir jetzt beim Selberspielen gar nicht so schlimm vor. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich erstens jetzt ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Und zweitens auch bei vielen Stellen so ein bisschen jetzt wusste, wie man sie am besten löst. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man es dann halt komplett blind spielen würde. Naja, so ist es dann halt. Ja, aber auch vom Aussehen her mit den ganzen Lavakammern und so. Das war schon sehr cool, muss ich sagen. Zu Unfinished Business selber, ja, also kann ich jetzt halt natürlich abschließend jetzt nicht irgendwelche Worte verlieren, außer zu spoilern. Ich kann das halt wirklich nur in die zwei Sektionen jetzt hier aufteilen. Diese Sektion hier, ja, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, kann ich in dem Moment jetzt hier sagen. Das andere kann ich euch nicht erzählen, weil ich dann spoilern würde. Und bei dem anderen war es dann halt so, da wusste ich halt noch nicht, was auf mich zukommt. Deswegen konnte ich da über diese Level noch nicht viel sagen. Okay. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Lara ist jetzt hier quasi aus dem, ja, aus der Atlantischen Pyramide entkommen. Wir werden dazu jetzt auch gleich noch eine kleine Videosequenz sehen, die noch zu Tomb Raider 1 gehört. Deswegen kommt die auch in die entsprechende Playlist mit rein. Und, ja, also ich, wir haben ja gesehen, Lara hat den Skion zerstört. Sie hat hier viele, viele Kreaturen noch zerstört, beziehungsweise besiegt, auf dass hier kein Unbedarf da irgendwie vielleicht mal rankommt. Eigentlich ist es ja auch so, dass wir aus dem Level davor noch gesehen haben, nicht aus dem Level davor, sondern aus quasi aus dem letzten Level von Tomb Raider 1, dass auch eigentlich die ganze Maschinerie kurz davor gewesen ist, in die Luft zu fliegen. Wir gehen also davon aus, dass hier einiges noch an Zerstörung ja, passieren wird. Also dass halt viele von den Brutkammern vielleicht auch noch mit zerstört werden. Ja, Lara hat den Skion zerstört. Wir haben es jetzt im Spiel selber nicht gesehen, aber für die Geschichte halten wir fest, dass sie die einzelnen Teile des Skions, die dann da noch rumgeflogen sind, sage ich jetzt einfach mal so, dass sie die noch mit eingesteckt hat. Skion, was ich übrigens auch nicht wusste, heißt auch so viel wie Samen oder Saat oder Saatkorn oder so etwas. Das passt eigentlich hier auch ganz gut dazu, dass das sozusagen ja, die Brut wachsen lässt. Das war ja quasi der Schlüssel zur Energieversorgung der ganzen Pyramide. Ja, wahrscheinlich ist es auch deswegen so, dass halt die ganzen halbfertigen Kreaturen jetzt rausgekommen sind, vielleicht reifen sie ja dann doch nicht weiter, weil die Energieversorgung nicht mehr da ist, sozusagen. Ja, ansonsten, wie geht es jetzt projekttechnisch weiter? Das war der 29. Level des Projektes. Es kommt natürlich dann die 30. Allerdings haben wir jetzt quasi so gut wie die 200 Videos voll und nach meinem letzten Wissensstand ist es so, dass man als YouTube-Normal-User nicht mehr Videos als 200 in eine Playlist packen kann. Das heißt, ich nutze das jetzt hier auch wie bei Divinity
sehr geschickt, um eine etwas längere Pause einzuleiten. Wie lang konkret diese Pause sein wird, weiß ich noch nicht. Ja, ich denke mal einen Monat, anderthalb Monate. Viel länger will ich jetzt die Tomb Raider-Fans nicht warten lassen, weil, also bei Tomb Raider muss ich sagen, habe ich auch immer noch jetzt gerade wieder Lust drauf. Ja, weil ich halt jetzt als Lückenfüller, sage ich jetzt mal, auch nichts Tomb Raider-Äquivalentes habe. Also bei Divine Divinity ist es ja schon so, dass ich dann das Rollenspiel dazwischen schieben werde. Das würde jetzt quasi auch als Überbrückung jetzt hier für Tomb Raider kommen. Interessiert aber vielleicht die Tomb Raider-Fans unter euch gar nicht. Lasst euch einfach überraschen, so wie immer. Ich lasse mich immer so ungern auf Projekte festnageln. Fest steht, die Fortsetzung hiervon kommt. Es kommt dann auch das erste Infovideo noch und ja, ein Abspann zu Unfinished Business werde ich jetzt halt nicht extra gestalten. Ich habe jetzt auch für Tomb Raider 1 eigentlich nur einen gemacht, weil das Spiel selber keinen hatte quasi. Ja, Unfinished Business hat auch keinen, aber ich würde ja jetzt mit Unfinished Business halt, ja, wenn ich das jetzt als Gesamtheit quasi schon abschließe, es ist ja für euch noch nicht vorbei, es ist ja nur für mich vorbei. Und ich werde mir noch überlegen, ob ich dann quasi im Anschluss an die beiden anderen Level vielleicht dann noch einen machen werde. Mal gucken, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber ja, Levelstatistik, es sind ja auch nur 4 Level, von daher. Gut, ja, also Unfinished Business hat auch kein Bonus-Level. Unfinished Business waren quasi die Bonus-Level von Tomb Raider 1 oder auch die Add-on, je nachdem, wie man es betrachten will. Okay, ich würde sagen, dann habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann, ja, schauen wir uns jetzt die Videosequenz an. Und ansonsten sehen wir uns dann im Infovideo, beziehungsweise dann im, ja, in Level 30 oder halt dann im ersten Video der neuen Playlist. Gut, ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.